Die westliche Wertegemeinschaft, die hat es ja seit dem Niedergang der Sowjetunion ziemlich schlimm getrieben, vor allen Dingen was die Beschaffung von Rohstoffen betrifft. Rohstoffreiche Staaten, die wurden mit Knebelverträgen, aber auch mit der Schuldenkeule dazu gezwungen, sich quasi zum Billigtarif ausplündern zu lassen. Inzwischen haben die da keine Lust mehr drauf und verweigern sich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit uns. Deshalb muss jetzt das Militär ran, um Rohstoffe zu erobern, die man eigentlich auch fair hätte kaufen können. Das Ganze geht einher mit einer massiven Militarisierung, auch bei uns. Die Bundeswehr wird nämlich umgebaut von einer reinen Verteidigungsarmee hin zu einer Eroberungsarmee. Und wenn es nach dem Bundesverteidigungsministerium geht, dann soll die Bundeswehr künftig in die Lage versetzt werden, mehrere Kriege gleichzeitig zu führen. Wir finden das nicht gut und sind der Sache nachgekommen. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem heutigen Interview auf Jungle Drum Radio. Zu Gast ist heute bei uns der Oberstleutnant AD Jürgen Rose vom Darmstädter Signal. Das ist eine Vereinigung von kritischen Bürgern in Uniform. Guten Tag, Herr Rose. Ja, guten Tag. Vielleicht kurz ein, zwei Sätze zum Darmstädter Signal. Was ist das und was machen Sie da genau? Ja, wir sind ein kritisches Forum für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform. Wir haben uns gegründet 1983. Da erreichte die Debatte um den sogenannten NATO-Doppelbeschluss oder NATO-Nachrüstungsbeschluss einen Höhepunkt. Im zivilgesellschaftlichen Umfeld gab es damals den Krefelder Appell, getragen von Gewerkschaften, Kirchen und anderen privaten zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und in dieser Situation kam der damalige Major Helmut Priest auf die Idee, deutlich zu machen, dass es auch in der Bundeswehr Soldaten gibt, die Probleme haben mit diesem nuklearen Aufrüstungswahnsinn. Und er hat eine Reihe von gleichgesonnenen Staatsbürgern damals in Uniform, Staatsbürgerinnen waren noch nicht dabei, in Darmstadt versammelt. Und von dort aus erscholl dann das Darmstädter Signal. Und wir haben da eben unsere Bedenken gegen die nukleare Aufrüstung deutlich gemacht und haben seitdem immer wieder kritisch zu Fragen der Sicherheitspolitik, insbesondere natürlich der deutschen Sicherheitspolitik, Stellung genommen. Das tun wir bis heute. Sehr schön. So, dann kommen wir mal gleich in medias res. Von der Wehrpflicht zur Freiwilligenarmee, was halten Sie denn davon? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn das markiert sozusagen den Schwerpunkt und Ausgangspunkt meiner persönlichen Auseinandersetzungen auch mit der militärischen und politischen Führung des Verteidigungsministeriums. Und zwar habe ich im Jahre 1997, das war gut 13 Jahre, bevor dann der Freiherr zu Guttenberg die Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland aussetzen ließ, habe ich schon in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Leser kennen das ja als ein bekanntes linksradikales Barrikadenblatt dieser Republik, gewagt zu schreiben, dass die allgemeine Wehrpflicht nicht mehr zu halten sei und dass es zweckmäßiger sei, die Bundeswehr umzustrukturieren zu einer freiwilligen Armee. Das Hauptargument aus meiner Sicht heute trägt nach wie vor, und das lautet, dass die Wehrpflicht ja eine Art staatlicher Zwangsdienst ist und der Eingriff in die persönliche Freiheit von jungen Männern, es betraf ja nur die Männer, die Frauen waren ja a priori befreit von der Wehrpflicht, gilt die nicht. Die allgemeine Wehrpflicht gibt es nur noch für Frauen in Israel. Ja, dieser Eingriff ist nur gerechtfertigt, wenn es die sicherheitspolitische Situation des Staates tatsächlich erfordert. Also wenn das Gemeinwesen sozusagen einer äußeren Bedrohung ausgesetzt ist, die ausschließlich dadurch bewältigt werden kann, dass man eben auf diese zwangsdienstverpflichteten jungen Männer zurückgreift. Und diese Situation, die war längst nicht mehr gegeben nach dem Ende des Kalten Krieges. Das hat die Bundeswehr ja sogar selbst in das Weißbuch reingeschrieben, das 1994 entstanden war. Und deswegen halte ich es nach wie vor auch für einen Skandal, dass wir dann nach dem Ende des Kalten Krieges noch 20 Jahre lang sozusagen von diesem staatlichen Zwangs, von dieser staatlichen Zwangsmaßnahme Gebrauch gemacht haben und junge Männer aus rein opportunistischen Gründen weiter zwangsweise zur Bundeswehr eingezogen haben. Hätte denn der Wehrdienst Ihrer Meinung nach beibehalten werden müssen? Naja, der Wehrdienst ist jetzt die Frage, die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht meine ich. Die Wehrpflicht keinesfalls eben. Also mein Plädoyer war eben Freiwilligenarmee, derjenige, der zur Bundeswehr gehen will oder diejenige soll das tun. Aber es gibt, der Staat hat keinerlei Rechtfertigung mehr in der heutigen Zeit, wo er ja gar nicht bedroht ist. Wir sind, wie alle sagen, damals schon auch Volker Rühe von Freunden umzingelt. Wofür sollen wir uns bitteschön eine Massenarmee halten? Und man sollte auch historisch vielleicht zurückschauen und sehen, dass sämtliche Vernichtungs-, Eroberungs-, Raub- und Versklavungskriege
mit freiwilligen Armeen geführt worden sind, die freiwilligen mit Wehrpflichtarmeen geführt worden sind. Die Wehrpflicht entstand im Zuge der Französischen Revolution, wurde von Napoleon dann in großem Stil umgesetzt für seine Eroberungskriege in ganz Europa und markierte dann später, gerade im preußischen Wilhelminismus, den Sonderweg Deutschlands, denn nur in Deutschland existierte die Wehrpflicht über weit mehr als 100 Jahre, von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Sie endete dann nach dem Ersten Weltkrieg und wieder eingeführt in Deutschland hat sie Adolf Hitler, als er seine Wehrmacht fit machen musste für seine verbrecherischen Eroberungskriege während des Zweiten Weltkrieges. Und dann entstand die Wehrpflicht wiederum nach 10 Jahren Pause, wo der deutsche Militarismus pausieren musste auf Geheiß der Alliierten. Vor allen Dingen deswegen, weil die Amerikaner deutsches Menschenmaterial brauchten für den Kalten Krieg. Also die Wehrpflicht hat mit der Demokratie im Grunde genommen nur sehr wenig zu tun. Es kursierte immer wieder der Satz von Theodor Heuss, dass die Wehrpflicht sozusagen das geborene Kind der Demokratie sei. Das ist historisch aber nicht zu halten. Nun soll ja die Bundeswehr auf 10.000 Mann aufgestockt werden. So viel ist es nicht. Zur Zeiten des Kalten Krieges hatten wir, ich glaube, sogar einmal 450.000 Soldaten unter Waffen. Trotzdem 10.000 Mann, das ist auf jeden Fall mehr, als man braucht, um in einem friedlichen Europa die Landesgrenzen zu bewachen und zu verteidigen. Wofür brauchen wir also so viel Soldaten? Also die Bundeswehr hatte im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland, in der Spitze 495.000 Soldaten. Nach der Vereinigung, als die NVA dazu kam, waren wir sogar bei über 640.000 zeitweilig. Und die Bundeswehr wurde dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten runtergerüstet auf 285.000 Mann. Und die heutige Zielgröße jetzt nach der letzten Strukturplanung beträgt 185.000 Soldaten maximal, zwischen 175.000 und 185.000 Soldaten. Das ist die Zielgröße für die Bundeswehr. Das heißt, wir erleben natürlich im Vergleich zu der Phase des Kalten Krieges eine erhebliche Reduzierung in der Quantität. Allerdings geht das eben einher auch mit Umstrukturierungen im Bereich der Qualität. Und in der Tat war es so, dass die Bundeswehr während des Kalten Krieges konzentriert und fokussiert war auf die Landesverteidigung und die Bündnisverteidigung. Wir haben also auch schon während des Kalten Krieges außerhalb des Landes verteidigt, nämlich zum Beispiel in Nordnorwegen oder in der Türkei. Das wurde auch immer regelmäßig geübt. Da wurden deutsche Fallschirmjäger in diese Regionen auch verlegt. Also die Bundeswehr war nie eine reine Landesverteidigungsarmee, aber sie war eine Verteidigungsarmee. Sie war strikt begrenzt auf den Verteidigungsauftrag und zwar so, wie er auch im Grundgesetz definiert ist. Und das hat sich geändert. Also spätestens 1999 können wir erleben, dass die Bundeswehr den ersten Angriffskrieg ihrer Geschichte führt, beziehungsweise sich daran beteiligt. Und zwar mit dem Überfall der NATO auf das damalige Jugoslawien unter dem Vorwand der humanitären Intervention. Und diese Spielchen haben wir dann nochmals erlebt. Also wir haben dann im Jahre 2001 uns beteiligt an der Aggression der USA gegen Afghanistan, an der Invasion dort mit Soldaten des Kommandos Spezialkräfte. Und 2003 wurde dann das Völkerrechtsverbrechen gegen den Irak und seine Menschen mit allen Mitteln hier aus Deutschland unterstützt. Wir haben ja gerade erst letzte Woche, das ist ganz ähnlich dieser Fall, kam es ja auf, dass von Deutschland aus Drohneneinsätze, völkerrechtswidrige Drohneneinsätze vom African Command in Stuttgart ausgeführt werden. Und in ähnlicher Weise haben die Amerikaner diesen völkerrechtsverbrecherischen Krieg gegen den Irak von Deutschland aus eben auch geführt und die Bundeswehr hat mit vielen tausend Soldaten dieses Völkerrechtsverbrechen unterstützt. Das ist also neu. Die Bundeswehr soll eben auch global eingesetzt werden, in unterschiedlichen Konfliktszenarien. Die militärische Führung und die politische Leitung spricht dann immer im gesamten Krisen- und Konfliktspektrum. Ja, nicht? Und das reicht eben von der klassischen Blauhelm-Mission bis hin zum ausgewachsenen Kriegseinsatz. All das soll die Bundeswehr leisten können, und zwar weltweit. Okay. Allerdings muss man vielleicht noch anfügen, niemals alleine sozusagen als nationale Armee. Als solche war die Bundeswehr übrigens auch nie gedacht,
sondern sie soll das, wenn sie zum Einsatz kommt, dann immer im Verbund mit anderen Alliierten, man könnte natürlich dann gegebenenfalls auch von Mittätern sprechen, dann so soll sie das dann leisten. Also niemals alleine. Gut. Ja gut, jetzt braucht die Bundeswehr Nachwuchs und man hat in der Vergangenheit immer mal wieder so einen Bericht gelesen, dass es nicht so wirklich gut gelaufen ist bisher und jetzt geht man also an Schulen und macht dort Werbeveranstaltungen bei Grund- und Hauptschülern, preist die Einsätze als so eine Art Abenteuerreise an. Es gibt eine Geschichte, da haben sich alle furchtbar empört, wo Kinder mit Gewehren dann auf irgend so ein Dorf zielen sollten oder auch was auch gemacht haben. Also was halten Sie denn davon? Ja, also man muss das meines Erachtens ein Stück differenziert betrachten. Erstens mal ist es überhaupt nichts Neues. Die Bundeswehr macht das seit Jahrzehnten, dass sie mit zwei unterschiedlichen Sorten sozusagen von Personal in die Schulen geht. Das eine sind die Wehrdienstberater, die können in der Tat Werbung betreiben, beziehungsweise können dann Ausbildungsmöglichkeiten für Schüler aufzeigen. Das passierte in der Regel nur in Hauptschulen und auch in Mittelschulen, Realschulen. Und an die Gymnasien gingen in der Regel dann Jugendoffiziere, und denen war es ausdrücklich verboten, Werbung zu betreiben. Die hatten einen Auftrag, der nur die Lehrer unterstützen sollte bei der Vermittlung sozusagen der offiziellen staatlich gestützten Sicherheitspolitik. Und daran hat sich im Prinzip sozusagen an dieser grundsätzlichen Differenzierung der Aufgaben hat nichts verändert. Also die Jugendoffiziere dürfen nach dem Buchstaben der getroffenen Vereinbarung und der Gesetzeslage an der Schule keine Werbung betreiben. Jetzt ist es natürlich so offiziell, nicht? Wenn da natürlich ein netter, adretter junger Mann, der in seiner schnieken Uniform mit wohlgesetzten Worten dann die deutsche Sicherheitspolitik erläutert den Schülern und Schülerinnen, dann fungiert er natürlich auch als Sympathieträger. Das heißt, er vermittelt nicht nur Informationen über Sicherheitspolitik, sondern er soll natürlich auch Sympathie für die Bundeswehr erzeugen bei den angesprochenen Schülern und Schülerinnen. Das ist sicherlich das Problematische dabei. Da könnte man dann sozusagen von einem Werbeeffekt, der da mitschwingt, sprechen. Und sicherlich ist die Frage, ob das zusätzlich sein sollte. Also ich habe dann jetzt meine persönliche Position ist, wenn das Argument, wenn die Argumente gegen den Eintritt in die Bundeswehr und gegen die Militarisierung, wenn man so will, der Sicherheitspolitik so zu kräftig ist, dann kann es ja eigentlich so schwer sein, diese Jugendoffiziere dann auch zu widerlegen. Also man sollte sie durchaus in die Schulen lassen und man sollte auch von Seiten der Friedensbewegung her, DFG-VK und andere, dann Vertreter einladen, die dann sich damit mit diesen Positionen, die der Jugendoffizier dann ja, die er ja qua Amt, das müssen ja gar nicht seine persönlichen Auffassungen unbedingt sein, aber er ist eben beauftragt, das zu tun. Mit diesen Positionen kann man sich ja dann auseinandersetzen. Entweder der Lehrer organisiert gleich eine Podiumsdiskussion und lässt dann auch zeitlich beide Vertreter gleichrangig zu Wort kommen, sodass die Argumente aufeinanderprallen können. Oder er macht das nachgelagert. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Verantwortung eben bei dem Lehrer oder bei den Lehrerinnen bleibt. Und da liegt für mich der Hund so ein Stück begraben, weil natürlich es ein Anreiz ist für einen Lehrer oder eine Lehrerin herzugehen, zu sagen, okay, gut, da habe ich jetzt jemanden von außen, der übernimmt für mich sozusagen diesen Part des Unterrichts, da brauche ich mich nicht zu kümmern. Und diese Verantwortung, die kann der Lehrer natürlich nicht abgeben, sondern seine Aufgabe oder ihre Aufgabe der Lehrerin ist es natürlich, genau das, was der Jugendoffizier dann da verbreitet, das dann wieder einzuordnen, gegebenenfalls zurechtzurücken und kritisch aufzuarbeiten mit Schülern und Schülerinnen. Und wenn man das also pädagogisch so betrachtet, ich bin übrigens von der Provenienz her Diplompädagoge, dann denke ich, kann man das durchaus zulassen, dass auch Vertreter der Bundeswehr in der Schule auftauchen. Wir haben nur nebenbei bemerkt ja ganz ähnliche Probleme mittlerweile mit der Vermittlung von Wirtschaftswissen in der Schule.
wo jetzt plötzlich auch Vertreter von Unternehmen in die Schule kommen, wo von Unternehmen finanzierte Lernunterlagen in die Schulen geraten und Lehrerunterlagen. Das ist mindestens ebenso problematisch, wie das ist. Man muss grundsätzlich überlegen, meines Erachtens, inwieweit man Schule insgesamt öffnet für Einflüsse, die von außerhalb kommen. Aber in einem demokratischen Staatswesen halte ich es für grundsätzlich durchaus legitim, dass solche Vertreter von unterschiedlichen Sektoren aus unserer Gesellschaft da auch in der Schule zu Wort kommen können, solange das vom Lehrpersonal dann auch kritisch auf- und bearbeitet wird. Es ist ja auch so, dass sich jetzt zusehends Universitäten weigern, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, weil die eben Friedensabsichten favorisieren und nicht unbedingt in Kriege verwickelt sein sollen oder wollen. Würden Sie das so auch unterschreiben? Ja gut, da ist die Universität ist ja da nicht anders gelagert letztlich als die Schüler. Im Grunde genommen könnte man so argumentieren, dass man sagt, na gut, wir haben es an der Universität ohnehin dann schon mit erwachsenen Leuten in Gestalt von Studentinnen und Studenten zu tun. Und umso offener sollte der Diskurs zu führen sein. Jetzt ist die Frage, es geht ja da nicht nur darum, ob ein Minister oder wer auch immer im Audimax der Universität einen Vortrag hält, der dann diskutiert wird, sondern bei den Universitäten geht es dann auch oft auch darum, ob man vom Militär bezahlte Forschung betreibt, also sozusagen Auftragsforschung für das Militär. Und da sehe ich in der Tat Probleme. Also das ist ja so, dass auch Forscher und Forscherinnen ein Gewissen haben und der eine oder andere oder die eine und die andere, die können das sagen dann sicherlich und sagen, das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, uns sozusagen an einer Forschung zu beteiligen, die dann unter Umständen dazu führt, dass daraus Waffensysteme entstehen, auch Massenvernichtungswaffensysteme. Man denke mal daran, wie in den 40er, 50er Jahren in den USA an Atom- und Wasserstoffbomben geforscht und entwickelt worden ist. Das waren ja Professoren, hochrangige Kernphysiker und Physikerinnen, die das gemacht haben. Und gerade am Fall Oppenheimer hat man dann gesehen, wie problematisch das dann auch für so eine Forscherpersönlichkeit werden kann. Also ich denke, dass Universitäten gut beraten sind, jegliche Auftragsforschung von Seiten des Militärs tatsächlich kritisch zu hinterfragen. Und wenn sich eine Universität darauf verständigt, in einem freigeführten Diskurs unter Wissenschaftlern zu sagen, nein, das machen wir grundsätzlich nicht, dann muss man das respektieren, denke ich. Kommen wir doch mal zu den Auslandseinsätzen. Was denken Sie, wird unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt? Ja, das ist ja die lächerliche Aussage von Herrn Struck. Man könnte das ja mal umdrehen, wenn die Afghanen sagen, wir müssen jetzt die Afghanen sagen, wir müssen unsere Freiheit im Bayerischen Wald verteidigen. Was wir dann davon halten würden von solchen Ideen, ich denke, wir halten davon überhaupt nichts. Das zeigt ja auch jedes Mal diese Terrorparanoia, die ausbricht, wenn angeblich mal wieder irgendjemand in einer Planung erwischt worden ist, dass wir das gar nicht gut finden, wenn Leute irgendwelcher fremder Herkunft bei uns dann Bomben legen wollen. Die NATO macht das tagtäglich am Hindukusch. Sie wirft dort Bomben, sie schießt Granaten, sie bringt Tag für Tag Afghanen, Männer, Frauen, Kinder um. Und von daher kann natürlich überhaupt keine Rede sein, dass wir am Hindukusch unsere Freiheit verteidigen. Es geht schlichtweg darum, die Globalisierung mit militärischen Gewaltmitteln voranzutreiben. Bei diesem sogenannten Krieg gegen den Terror oder Kreuzzug gegen den Terrorismus, den der Völkerrechtsverbrecher und Menschheitsverbrecher George W. Bush ausgerufen hat und den der sogenannte Friedensnobelpreisträger Barack Obama in mörderischer Weise, nämlich in Gestalt des Drohnenkrieges, fortführt. Er setzt sich ja jeden Dienstag im Weißen Haus hin, also heute haben wir ja Dienstag, nicht? Und dann arbeitet er die Killlist ab und gibt dann weitere Menschen, auch eigene Staatsbürger, amerikanische Staatsbürger, gibt er dann zum Abschuss durch die Drohnen der Geheimdienste frei. Das Ganze darf also nicht kontrolliert werden, deswegen macht das auch der Geheimdienst und nicht das Militär, sodass das auch der demokratischen Öffentlichkeit entzogen bleibt. Und wir, die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr, sind Teil dieses verbrecherischen sogenannten Antiterrorkrieges. Ja, wobei man auch noch sagen muss, dieser Dienstag hat auch noch den schönen Namen Terror Tuesday. Genau, ja. Finde ich krass. Ja.
Ja, jetzt wird es mal ein bisschen spannend hier. Nächste Frage, von der Bundeswehr zum Söldner her. Kann man das so sagen? Sind wir eine Landknechttruppe? Ja, das könnte man dann sagen, wenn die Bundeswehr sozusagen auch einem privaten Befehlshaber unterstellt wäre. Wenn wir also eine Truppe hätten, die im Auftrag von Großkonzernen, beispielsweise EADS oder Daimler oder Rheinmetall oder wen auch immer sie nehmen wollen, wenn die dann agieren würden und wenn das die Befehlshaber wären, dann wäre die Bundeswehr tatsächlich ein Söldnerheer. Das ist sie natürlich nicht, sondern sie untersteht natürlich nach wie vor der staatlichen Exekutive. Sie ist eine Parlamentsarmee und zwar insofern, als das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass sämtliche bewaffnete Einsätze dieser Bundeswehr vom Parlament genehmigt werden müssen. Also die demokratische Kontrolle von Streitkräften ist, denke ich, bei aller Kritik, die man an der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik üben kann, die demokratische Kontrolle der Streitkräfte, die ist nach wie vor sichergestellt und da ist auch gar nicht dran zu rütteln. Was haben die Jungs dann in Afghanistan zu suchen? Ja, das ist ja ein staatlicher Auftrag. Das Parlament, der Bundestag hat sie ja dorthin geschickt. Das ist der Skandal. Also das ist auch, denke ich, muss man in der öffentlichen Debatte berücksichtigen. Also die Schuldzuweisung sollte also nicht an das Militär, an die Bundeswehr erfolgen. Die reißen sich da nicht drum, an den Hindukusch zu gehen, nicht? Also gerade Berufssoldaten, da sind wir nochmal beim Thema Wehrpflicht und Freiwilligenarmee, gerade die freiwilligen Soldaten, die wissen ja, was sie tun. Die wissen auch, welche Risiken sie eingehen und die sind nicht scharf darauf zu sterben, sich verkrüppeln zu lassen und sie sind auch nicht scharf darauf, andere Menschen zu töten, weil das merkt man ja auch an den Fällen der sogenannten PTSD oder posttraumatischen Stressbelastung. Also wer im Krieg getötet hat, kommt dann meistens auch mit einem psychischen Schaden zurück. All dieses, da reißt sich kein Soldat danach, das zu tun. Ja, und das ist auch Es ist so. so, dass die Politik, die Politiker schicken sie dahin, um die Schmutzarbeit zu erledigen. Das ist das eigentliche Problem, nicht? Und der Bundestag, das muss man dann sagen, nicht? Wir haben formal, haben wir natürlich die Parlamentsarmee, aber damals im Jahre 2001 ging ja ein gewisser Gerhard Schröder, nicht, als Bundeskanzler her und hat ja die Zustimmung des Bundestages zu der Beteiligung an der Operation Enduring Freedom, diesem Kreuzzug gegen den Terrorismus, hat ja diese Zustimmung dem Bundestag abgepresst, indem er diese Anfrage mit der Vertrauensfrage verknüpft hat. Der hat also gesagt, wenn ihr da nicht zustimmt, dass wir jetzt die Bundeswehr in diesen amerikanisch geführten Krieg da im Hindukusch schicken, dann seid ihr eure Jobs los, weil dann gibt's Neuwahlen, dann trete ich zurück als Kanzler, nicht? Ja, nein, und dann haben halt, dann brauchte er, die SPD hat halt zugestimmt, die meisten, und unter den Grünen war es dann so, dass einige Abweichler unter sich ausgewürfelt haben, nicht, wer dann noch Nein sagen darf. Also Christoph Ströbele war zum Beispiel mit dabei, der hat also Ehren bis heute übrigens, einer der wenigen Grünen, die zu ihren Überzeugungen gestanden haben. Der hat gesagt, nein, ich stimme da nimmer zu. Andere haben dann zugestimmt, so wieder andere sind gewechselt, die sind dann weggegangen von den Grünen, sind zur Linken gegangen, und so hat sich das dann entfaltet. Und das ist das Problem im Grunde genommen. Nicht? Und wenn man das dann nochmal in einem größeren Kontext betrachtet, ist es ja so, dass wir feststellen müssen, dass in schöner Regelmäßigkeit etwa 2/3 des Deutschen Bundestages mit einer Mehrheit von 2/3 für Bundeswehreinsätze stimmen, obwohl bis zu 3/4 der deutschen Bevölkerung dagegen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich der Souverän im Staat? Nach dem Grundgesetz geht alle Staatsgewalt vom Volke aus, also ist das Volk der Souverän und der Bundestag ist der Repräsentant des Souveräns. Und jetzt ist die Frage natürlich, wer wird dort eigentlich repräsentiert, nicht? Wenn dieses angebliche Repräsentationsorgan regelmäßig genau das Gegenteil von dem tut, was der eigentliche Souverän, den er ja repräsentieren soll, möchte, ne, politisch. So, und das halte ich für ein Strukturproblem und da muss man auch mal die Frage stellen, ob wir tatsächlich richtig gewickelt sind, dass wir Entscheidungen über bewaffnete Bundeswehreinsätze beim Parlament belassen oder ob wir das nicht in Form von Volksentscheiden zukünftig regeln müssen, damit der Wille des Souveräns auch in dieser Frage tatsächlich zur Geltung kommen kann. Das ist ein sehr gutes Argument. Dann wäre da noch die Frage, kann man das eigentlich einem Soldaten zumuten, dass er für Konzerninteressen sein Leben aufs Spiel setzt. Denn letztlich, es geht um Handelsrouten, die müssen freigehalten werden, dass dienen den Konzernen. Es geht um Pipelines,
für den Energietransport, das dient den Konzern. Es geht natürlich auch um die fossilen Rohstoffe, es geht aber auch um seltene Erden. Das sind alles Sachen, die der Produktion letzten Endes dienen und die letzten Endes somit auch Konzerninteressen dienen. Und wie gesagt, diese Einsätze sind sehr gefährlich. Oft kommt man dabei auch ums Leben. Ist das den Soldaten eigentlich zuzumuten? Denn sie müssen ja nichts verteidigen, außer die Konzerninteressen. Ja, auch die Frage muss man natürlich in dem größeren Kontext meines Erachtens sehen. Also die Konzerne produzieren ja nichts um ihrer selbst willen. Natürlich wollen die Profit machen, das ist völlig klar. Aber da stehen ja auch noch Konsumenten. Nicht? Und seltene Erden braucht man zum, oder Koltan braucht man zum Beispiel, um Handys zu produzieren. Jetzt möchte ich mal erleben, was los wäre, wenn die Konzerne, nicht, oder diejenigen, die solche Handys herstellen, sich zurücklehnen und sagen, tut uns leid, Handys gibt's nicht mehr, ne? Apple, iPod könnt ihr euch alles von der Backe putzen, liebe Konsumenten, weil wir nicht mehr an die Materialien rankommen. Da wäre natürlich auch ein Aufstand los und dann würden viele Konsumenten, denke ich, durchaus sagen, na, dann schicken wir mal unsere Jungs dahin, dann sollen die mal dafür sorgen, dass diejenigen, die das zur Produktion brauchen, auch bekommen. Also, Veto, muss ich ja. Veto einlegen, denn man kann Koltan und seltene Erden auch kaufen, man muss sie nicht zwingend erobern. Ja, nee, gar keine Frage, nicht? Also natürlich. Aber die Situation war ja, man schickt ja Soldaten ohnehin nur dann, wenn man es nicht kaufen kann. Das ist ja das Problem, oder wenn man erwartet, dass irgendein anderer da ist, der sozusagen da einwirkt, dass sozusagen diese Kaufmechanismen nicht zur Wirkung kommen, nicht? Die dann irgendwelche Schiffe, die das Zeug transportieren, dann kapern, die Piraten und sowas. Also wie gesagt, die aus meiner Sicht die Problemlage schwierig. Natürlich ist es so, in der Tat, wir sehen das am Beispiel China, nicht? Also ich wüsste nicht, dass China irgendwo militärisch interveniert hätte, um seine Rohstoff- und Energieressourcen zu sichern. Das zeigt eben, dass man es auch anders machen kann als beispielsweise die USA. Und da sind wir, denke ich, beim Kern der Problematik. Also wir müssen mal rumgucken. Wir haben circa 800, sage und schreibe, Militärbasen der USA weltweit. Und diese Militärbasen, die dienen natürlich nicht der Herstellung von Sicherheit auf dem Planeten, sondern sie dienen zur Absicherung der ökonomischen Interessen der USA. Und das war schon immer so. Also das fing schon an, wenn man, gucken wir mal nach Japan im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts tauchte ein gewisser Commander Perry mit Kriegsschiffen der US-Marine vor der japanischen Küste auf und hat dann gesagt, Japan war damals eine abgeschottete, isolierte Gesellschaft, die hatte keine Handelsverbindungen nach Übersee und gar nichts und war auch sehr rückständig, industriell überhaupt nicht entwickelt und hat dann gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr macht freiwillig eure Häfen auf und nehmt Handelsbeziehungen und lasst freien Handel zu mit uns, oder wir machen das dann gewaltsam. Und da haben die Japaner eingelenkt. Und nach diesem Muster betreiben die USA nach wie vor seit über 200 Jahren im Grunde genommen Politik. Das ist die großen Militärbasen dienen eben nicht alleine der Projektion von irgendwelchen Sicherheitsinteressen, nicht? Also der sogenannte Krieg gegen den Terror, nicht? Das ist sozusagen der propagandistische Überbau. Tatsächlich ist es so, dass es darum geht, die ökonomischen Interessen abzusichern. Und diese Frage, da müssen wir uns als Bundesrepublik Deutschland fragen, machen wir da mit einfach? Und da würde ich sagen, wenn es darum geht, das ist natürlich nicht zumutbar. Im Grunde genommen ist es nicht nur nicht zumutbar, sondern es ist illegitim, es ist moralisch nicht zu verantworten. Also jeder Soldat, der da sozusagen auch freiwillig mitmacht, muss sich natürlich fragen lassen, wo denn sozusagen seine persönlichen Gewissensmaximen liegen, nicht? Wenn er da mitläuft und sich mitbeteiligt an dieser Art und Weise kriegerischer oder militärisch unterlegter Wirtschafts- und Außenwirtschaftspolitik. Ich muss jetzt trotzdem nochmal auf die Konzerninteressen zurückkommen, auch wenn sie da einen ganz eleganten Bogen geschlagen haben. Aber Afghanistan wurde angegriffen infolge von 9/11. Diese Täter kamen allerdings aus Saudi-Arabien. Terrorcamps gibt's dort keine mehr, die irgendwo ausbilden würden. Trotzdem sind wir dort und da geht es jetzt auch nicht mehr darum, den Afghanen die Vorzüge der Demokratie beizubringen, sondern es geht letztlich nur darum, dass die Transferrechte für Pipelines, zum Beispiel vom Kaukasus zum Indischen Meer, dass die möglichst bei den Konzernen verbleiben. Könnte man alles bezahlen und ordentlichen Handel betreiben, nur würde das eben die Gewinnmargen schmälern. Das heißt, unsere Soldaten töten dort unten
Eben auch, damit die Gewinne höher sind bei den Konzernen. Ich meine, man kann ein Handy ja auch mal 20 € teurer machen. Da stirbt keiner dran. So viel Geld haben wir, ja. Oder ein Flachbildschirm, der muss nicht unbedingt aus Holz sein, sondern oder eine Festplatte, sondern man kann sich die Rohstoffe ganz korrekt kaufen. Ja, das ist der springende Punkt, weil wir dürfen auch da nicht zu kurz greifen. Also es gibt ja diese bekannte Parole, kein Blut für Öl, oder es ging nur um Ölinteressen und so. Das ist im Irak beispielsweise, als dort die Amerikaner einmarschiert sind. Der Punkt ist ja der, die Amerikaner sind nicht deswegen in den Irak einmarschiert beispielsweise, weil sie Öl brauchten. Weil Saddam Hussein konnte sein Öl eh nicht saufen, er musste es ohnehin verkaufen, sondern das große Spiel, was auf dem Planeten sozusagen global gespielt wird, das ist natürlich die Frage, wer kontrolliert, wer wie viel Öl zu welchem Preis in welcher Währung bekommt. Nicht? Und da sind wir zum Beispiel bei der Frage eines dollarbasierten Weltwährungs- und Finanzsystems. Nicht? Und vieles von dem, was passiert weltweit, was die Amerikaner, insbesondere die USA, als Militärpolitik betreiben, dient der Absicherung, nicht? Dieser Vorzugsstellung, der Hegemonialstellung der USA, nicht? Die in parasitär einseitiger Weise von der gegenwärtigen Struktur des Weltwirtschafts- und Finanzsystems profitiert haben in den vergangenen Jahrzehnten und diesen Zustand fast um jeden Preis erhalten wollen. Und in Afghanistan ist es in der Tat so, Sie verweisen zu Recht darauf, nicht? Also ich würde sogar Ihre Thesen in Frage stellen, was also die Täterschaft der betrifft, nicht? Also das sind, es hat ja bis heute keinen Prozess gegeben, in dem Gerichtsprozess, nicht? Keinen öffentlichen, in dem die Hintergründe von 9/11 aufgearbeitet worden sind. Also aus meiner Sicht steht nur eins fest, es handelt sich um eine Verschwörungstheorie bei 9/11 und zwar die einzig nachgewiesene, das ist nämlich die regierungsamtliche Version. Das ist die Verschwörungstheorie. Also wir können im Prinzip nur uns zurücklehnen und sagen, was da eigentlich passiert ist, das können wir nicht genau beantworten. Also wir haben gesehen, da sind zwei Wolkenkratzer runtergekommen und ein dritter ist dann WTC-7 ist Sieben, ja. auch eingestürzt, nicht? Ohne dass das Flugzeug eingeschlagen ist. Also solche, das was jeder sehen konnte, das können wir bestätigen. Aber wer wofür verantwortlich war, was dahinter steckte, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass ein halbes Jahr zuvor es Gespräche gab zwischen Repräsentanten von UNOCAL, also United Oil of California, das sind die Konzerninteressen, nämlich diejenigen, die da tatsächlich, zu Recht haben Sie schon gesagt, diese Pipeline bauen wollten zum Indischen Ozean, zwischen Vertretern der amerikanischen Regierung und Vertretern der Taliban. Und dann haben die Amerikaner gesagt, okay, wir wollen die Pipeline bauen, ihr sollt da sicherstellen, dass diese Pipeline nicht ständig in die Luft gesprengt wird, sondern dass da wirklich Öl fließen kann, dass sich also die Milliardeninvestition da lohnt für uns. Und dann haben die Taliban gesagt, ja, okay, dafür wollen wir Straßen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, also alles das, was ja die NATO jetzt auf den Spitzen ihrer Bajonette angeblich nach Afghanistan bringen musste, dann in der Folge, das wollten die Taliban ohnehin haben. Nur zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner und die Vertreter der Konzerne gesagt, ja, ihr seid wohl verrückt geworden, also entweder ihr akzeptiert ja jetzt diesen goldenen Teppich, den wir euch ausrollen, oder wir begraben euch unter einem Teppich aus Bomben. Und ganz überzufällig erfolgte dann am 11. September der Abriss, der warme Abriss zweier Wolkenkratzer in New York. Und man hatte den Anlass, den man brauchte, um die Taliban unter einem Teppich aus Bomben zu begraben und die durch die Verbrecher der Nordallianz ablösen zu lassen in Kabul, mit denen man bis heute zusammenarbeitet, ne? Also so läuft in der Tat, und insofern stimmen ja sozusagen Ihre Grundlinien, die Sie aufgezeigt haben, die stimmen ja durchaus, nicht? Also der springende Punkt ist, was man meines Erachtens im Auge haben muss, dass internationale Politik immer Geoökonomie ist. Und das war sie schon immer, ne? Und das wird sie auch immer sein. Also es gibt sozusagen keine Politik aus philanthropischen Motiven im internationalen Bereich, sondern Staaten als völkerrechtliche Akteure, die betreiben Politik, und zwar vor allen Dingen interessengeleitete Politik. Und die unterlegen sie je nach Möglichkeiten mit militärischen Mitteln oder eben nicht, ne? Und gerade bei den USA ist es so, dass ein Staat, das ist sozusagen schon in der politischen Genetik angelegt, dieser Staat ist auf Gewalt entstanden. Die politische Grunderfahrung ist, Gewalt lohnt sich. Die gewaltsame Enteignung und Aneignung von Ressourcen ist von Erfolg gekrönt, nicht? Es ist auch jeden Preis wert unter denen, die da betroffen sind, nicht? Und nach diesem Muster wird Politik bis heute auch von Seiten der USA vor allen Dingen fortgeführt. Ne?
Ja, Und das tun andere Akteure so in dieser Form nicht. Also wir haben das weder wir haben das nicht erlebt am Beispiel der Sowjetunion. Wir erleben das heute auch nicht am Beispiel der Russischen Föderation. Wobei das also natürlich eben auch Staaten sind, die Gewalt anwenden, aber eben nicht in dieser Form. Nicht? Und wir erleben das auch nicht bei anderen großen Akteuren, die ja jetzt schon im Aufstieg begriffen sind oder schon aufgestiegen sind, wie China, wie Brasilien, wie Indien beispielsweise. Nicht? Das sind alles Staaten, die nachweislich offen und offenkundig es schaffen, ihren wirtschaftlichen Aufstieg und ihre Entwicklung zu nehmen, ohne massenhaft in der Form Gewalt anzuwenden, wie das die USA getan haben. Inwieweit kann sich eigentlich die Bundesrepublik da raushalten? Ich erinnere an 2003, da hat die USA den Irak überfallen und wollte, dass die Bundesregierung Ja sagt und auch Truppen schickt. Damals hat der Gerhard Schröder, damals noch Kanzler, den Spruch verlauten lassen, deutsche Politik wird in Berlin gemacht und sonst nirgends. Ein Jahr später war er weg. Die Angela Merkel, die ist fast noch am selben Tag in die USA geflogen, hat also vor Bush ihren Bückling gemacht und gemeint, und der Kanzler spricht nicht für alle Deutschen. Und im nächsten Jahr, da hat sie ihn dann bei der Bundestagswahl übertrumpft, wie auch immer das geschehen sein mag. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Ja, es ist natürlich so, dass die Bundesrepublik Deutschland, da muss man jetzt eben auch ein Stück in die Geschichte zurückschauen, ihre Wiederaufnahme, also Deutschland hat seine Wiederaufnahme in den Kreis der zivilisierten Nationen dieser Welt nach dem singulären Verbrechen der Nazizeit vor allen Dingen dadurch erfahren, dass die Amerikaner da unterstützt haben. Auch da haben die Amerikaner das nicht aus philanthropischen Motiven getan, genauso wie sie hier in Europa übrigens gegen Hitler und die Wehrmacht und der SS nicht interveniert haben, aber aus philanthropischen Motiven und die Rettung der Juden war nun das allerletzte, was auf der Agenda stand, sondern Brzezinski hat das auch sehr schön in seinem Buch Die einzige Weltmacht, The Grand Chessboard, beschrieben, schon in den 90er Jahren. Es ging um die vitalen nationalen Interessen der USA. Die USA konnten es natürlich überhaupt nicht zulassen, dass dieses Deutsche Reich, das Nazi-Regime, dieses Nazi-Regime ganz Eurasien unter Kontrolle bekommen hätte. Ja? Denn das war für die Amerikaner nicht absehbar. Sie standen ja zu diesem Zeitpunkt auch schon im Krieg mit dem viel, viel kleineren Japan und dieses Japan war wiederum verbündet mit diesem Deutschen Reich. Nicht? Das heißt, die Amerikaner, für die war absehbar, dass sie unter enormen Druck geraten würden, strategisch betrachtet, wenn Hitler Erfolg gehabt hätte mit seinem Aggressions- und Vernichtungskrieg. Nicht? Und sich dann vielleicht auch noch mit anderen Feinden der USA verbündet hätte. Also es war ureigens nationales Interesse der USA, damals in Europa im Zweiten Weltkrieg zu intervenieren und dieses Hitler-Regime zu beseitigen. Dann haben sie im Grunde genommen erst die Verbrechen, die begangen worden sind, nicht nur an den Juden, sondern auch an Zigeunern und vielen, vielen anderen Gruppen, dann so richtig begriffen. Und dann war erst mal 10 Jahre lang Deutschland sozusagen der Outcast schlechthin. Und dann brauchten die Amerikaner aber das Potenzial Deutschlands, Westdeutschlands, brauchten sie im Kalten Krieg oder meinten sie zu brauchen. Und in diesem Moment waren gerade die USA, die massiv, gerade auch bei Frankreich, nicht, der damaligen noch Erzfeind darauf hingewirkt haben, dass die Fehler nach dem Ersten Weltkrieg von Versailles eben nicht wiederholt worden sind, sondern dass dann nach und nach dieses Verhältnis auch zwischen Frankreich und Deutschland und anderen vom Krieg betroffenen, England, Deutschland, die Benelux-Staaten und so weiter, dass sich das eben entspannt hat, dass sich das umgewandelt hat über die Jahrzehnte hinweg. Jetzt sind wir alle vereint in einer Europäischen Union. Auch dieses ist natürlich maßgeblich durch die Amerikaner in der Nachkriegszeit, in der unmittelbaren Nachkriegszeit vorangetrieben worden. Und das führte dazu, dass es eine enge Verknüpfung gab und bis heute eben gibt zwischen den USA und Deutschland. Und das bildet sich eben auch in den Eliten ab. Wenn Sie schauen, die Politik, das Militär, die Wissenschaft, die Medien, die Kultur, die Kunst, da haben wir extrem starke Verbindungen, auch persönliche Verbindungen. Wir haben starke wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Deutschland und den USA. Und das führt eben dazu, dass zwar formal in der Tat deutsche Politik in Berlin gemacht wird, aber dass diese deutsche Politik eben nicht sozusagen autark oder völlig autonom oder, wenn man auch will, autistisch sozusagen
formuliert und definiert werden kann, sondern in Abhängigkeiten sich befindet. Und das gibt ganz besonders starke Abhängigkeiten natürlich der deutschen Politik gegenüber Washington, aber natürlich auch gegenüber London oder Paris oder Warschau und so weiter. Nicht? Aber ich denke, einer der Hauptstränge und Hauptabhängigkeiten besteht nach wie vor gegenüber den USA. Deswegen besteht mein Plädoyer auch, dass wir uns besinnen auf unsere ureigenen Interessenlagen, auf vor allen Dingen auch unsere europäische Interessenlage. Und wir sind sicherlich heute in einer Situation, wo man sagen kann, also wir brauchen, um die Sicherheit und die Stabilität und den Frieden in Europa zu erhalten, bedürfen wir nicht mehr der Potenziale der USA. Wir müssen das im Rahmen der Europäischen Union lösen. Und deswegen ist mein Plädoyer, wir sollten sozusagen möglichst zügig beispielsweise die NATO auflösen. Das ist ein Bündnis, was wir nicht brauchen. Im Gegenteil, wenn man eben von der Prämisse ausgeht, dass die größte Gefahr für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit eben von den USA ausgeht und die USA gleichzeitig die Führungs- und Hegemonialmacht in der NATO darstellen, dann sollte man die NATO auch ablösen. Wir können unser Sicherheitsproblem in Europa mit europäischen Mitteln lösen, im Rahmen beispielsweise einer europäischen Verteidigungsunion. Man muss das politisch nur wollen und man muss es natürlich dann auch durchsetzen. Nun leben wir ja glücklicherweise heute nicht mehr im Deutschen Reich, sondern wir leben in einem Rechtsstaat. Zumindest so ein bisschen, wenn man sich den Fall Bollert anschaut. Ja, genau, so ein bisschen. Da muss man ausreichend Rufezeichen dahinter setzen. Ne? Ja, aber ich würde gerne mal die rechtliche Seite beleuchten. Ja. Da gibt es nämlich den Artikel 26 Absatz 1 Grundgesetz. Ja. Und der verbietet Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Ja. Das unternehmen wir in der Tat. Machen wir uns da strafbar? Aus meiner Sicht ja. Und zwar nach dem Grundgesetz. Also das Grundgesetz, der Artikel, den Sie zitiert haben, geht ja weiter. Sie sind unter Strafe zu stellen. Und da liegt genau der Hund begraben. Niemand bei uns kann in unserem Staat, egal was er tut, dadurch oder auf der Grundlage des Grundgesetzes bestraft werden. Also wenn Sie jemanden umbringen, dann kommen Sie vor Gericht wegen Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge oder sonst irgendwas. Und diese Tatbestände sind im Strafgesetzbuch definiert und im Strafgesetzbuch stehen sie drin, abgeleitet aus dem Grundgesetz, nicht? Also aus dem Grundrecht für Leben und körperliche Unversehrtheit, wie es im Grundgesetz definiert ist, folgt natürlich dann im Strafgesetz, dass Taten gegen körperliche Unversehrtheit und Leben unter Strafe gestellt sind. So, und genauso muss das mit diesem Tatbestand Störung des Völkerfriedens bzw. Vorbereitung des Angriffskrieges passieren. Und dieses ist eben höchst unzureichend passiert. Das ist zunächst mal über 20 Jahre lang überhaupt nicht passiert. 1949 haben wir das Grundgesetz, da steht dieser Artikel drin. Und es gab überhaupt keine Strafgesetznorm, nach der irgendjemand, der in der Bundesrepublik Deutschland damals einen Angriffskrieg vorbereitet hätte, tatsächlich bestraft hätte werden können, schlichtweg, weil es den Paragraphen gar nicht gab. Und das hat man dann festgestellt im Zuge der Strafrechtsreform 1968, da kam ja dann die Notstandsgesetzgebung und da wurde also eine umfangreiche Revision des Strafgesetzbuches vorgenommen, das ja noch aus Preußes Zeiten stammte. Und da haben die großen Parteien haben dann einen Sonderausschuss für die Strafrechtsreform ins Leben gerufen. Also damals waren die großen Parteien die SPD und die CDU. Und dieser Sonderausschuss hatte den Auftrag, dieses ganze Strafgesetzbuch zu entrümpeln und neu zu fassen. Und da haben beide Parteien auch Vorschläge gemacht, wie das zu geschehen habe. Und interessanterweise haben weder die CDU noch die SPD es als nötig empfunden, zu sagen, diesen Grundgesetzauftrag aus dem Artikel 26, den setzen wir jetzt mal in ein Gesetz um. Nichts war da zu lesen in diesen Entwürfen. Das hat der Sonderausschuss dann selber gemacht und hat gesagt, okay, da ist doch noch ein Auftrag aus dem Grundgesetz, da müssen wir uns doch jetzt mal drum kümmern. Und dann gab es also eine ziemlich lange Diskussion, in welcher Form das geschehen solle. Und das resultierte dann darin, dass man also einen Abschnitt 10 einfügte im Strafgesetzbuch mit dem Titel Friedensverrat. So heißt das bis heute, Friedensverrat. Und da gibt es einen Paragraphen 80 und einen Paragraphen 80a im Strafgesetzbuch. Und der 80 stellt eben die Vorbereitung des Angriffskrieges unter Strafe. Und der 80a das Aufstacheln zum Angriffskrieg, nicht? Also die Propaganda sozusagen für den Krieg. So,
So, und jetzt sagt unser hochwohllöblicher Generalbundesanwalt in Karlsruhe, nicht, und da sind wir bei dem Thema so ein bisschen Rechtsstaat, da sagt der Generalbundesanwalt, ja, es ist ja nur die Vorbereitung des Angriffskrieges steht unter Strafe, aber die Durchführung von Angriffskriegen und die Beteiligung an Angriffskriegen, die andere vorbereiten, die steht nicht unter Strafe, nicht? Das gäbe das Strafgesetzbuch eben nicht her. So wird argumentiert, ist natürlich völlig lächerlich, nicht? Denn wenn schon die Vorbereitung einer Straftat unter Strafe steht, dann natürlich erst recht die Straftat selber, ne? Aber so weit reicht eben die Logik nicht, ne? Beziehungsweise diese Winkeladvokaten dort interpretieren das dann im Auftrag der Bundesregierung eben so, dass die Regierungskriminellen selber nicht vor Gericht gebracht werden können. Da muss man eben wissen, dass der Generalbundesanwalt bei uns in Deutschland eben im Gegensatz beispielsweise zu den USA oder auch meines Wissens in Frankreich eben nicht weisungsgebunden ist. Der ist weisungsgebunden. Ne? In Frankreich und USA ist er eben unabhängig, kann er tatsächlich eben auch gegen einen US-Präsidenten ermitteln. Damals, wir erinnern uns, Clinton-Lewinsky-Affäre und so, ne? Oder Nixon. Und das ist in Deutschland eben nicht möglich, weil ein Generalbundesanwalt, der das versucht, der kann direkt vom Bundesminister der Justiz oder Ministerin, ne, Frau Tsipras, wenn wir dran denken, könnte es sofort seines Amtes enthoben werden. Ne? Oder er bekommt eben eine Anweisung, er soll das gefälligst lassen. Und da liegt natürlich das Grundproblem bei uns im Staat, dass wir eben kein angemessenes Instrumentarium haben, um einer Politik entgegenzuwirken, auch mit strafrechtlichen Mitteln, die friedensstörend tatsächlich sich geriert und die konkret tatsächlich dann auch Kriege führt, Angriffskriege führt gegen das Grundgesetz und gegen das Völkerrecht. Also im Grunde genommen müsste man natürlich die Forderung aufmachen, dass natürlich damals Bezug Irakkrieg jetzt Tony Blair, George Bush, Gerhard Schröder mit seiner gesamten Bundesregierung, die dazu mit dem Kabinett, was damals zugestimmt, die müssten alle in Den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof und dort wegen Führung eines Angriffskrieges natürlich abgeurteilt werden. Leider passiert das eben nicht, ne? Sondern es werden nur die Potentaten aus Afrika die oder auch vom Balkan, nicht? Die werden dort vorgeführt und dann abgeurteilt. Ne? Ja. Also das ist das Grundproblem auch der Double Standards, der Doppelstandards, der politischen, rechtlichen, moralischen Doppelstandards, mit denen die westliche Politik behaftet ist. Das wird dann in den anderen Weltregionen auch mittlerweile so wahrgenommen und kritisiert. Und das schwächt natürlich letztlich dann auch längerfristig die westliche Politik und führt dazu, dass sich andere Konstellationen herausbilden, nicht? Dass diejenigen, die davon betroffen werden, von dieser doppelbödigen, scheinheiligen Politik, dass die sich wiederum zusammenschließen und versuchen, ihre Interessen dann gemeinsam zu vertreten. Man denke dabei zum Beispiel an die Shanghai Cooperation Organization, die Shanghai Kooperationsorganisation, die sich da in den letzten Jahren entfaltet hat und nach stärker wird. Ja, was da zu wünschen ist. Ja, gut, ich würde gerne mal zu den Verweigerern kommen. Oberst Klein, unser Held, der hat ja nach dieser Katastrophe in Kundus seine Beförderung zum Brigadegeneral angenommen. Andere hingegen, die haben Gewissenskonflikte. Ich möchte hier gerne das Beispiel vom Oberleutnant Philipp Klever anführen. Der ist tätig beim Zentrum elektronischer kampffliegende Waffensysteme und der sollte nach Afghanistan. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Er ist nicht in Haft gekommen. Er wurde nicht bestraft, aber man hat natürlich seinen gesamten Kompetenzbereich massiv zusammengeschnitten. Die Kameraden stehen hinter ihm, aber das nützt ihm auch nicht so viel. Sind Ihnen denn weitere Fälle bekannt? Ja, also der Philipp Klever ist ja ein spannender Fall insofern, weil er die Stafette ein Stück weit weiterträgt. Der Fall ist komplett analog zu meinem eigenen. Ich bin selber hergegangen im Jahr 2007, also vor 6 Jahren, zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung anstand, Tornado-Kampfflugzeuge nach Afghanistan zu schicken. Die sollten dort aufklären, damit die anderen NATO-Alliierten bomben können, also direkt in einen Kampfauftrag verwickelt waren. Da habe ich gesagt, okay, das markiert für mich den Wendepunkt in diesem Einsatz am Hindukusch. Bis zu diesem Zeitpunkt 2007 konnte man mit einigermaßen Wohlwollen noch von einem Stabilisierungsauftrag sprechen, aber ab diesem Zeitpunkt schlug dieses klar in einen Krieg um.
der sich vor allen Dingen natürlich dann auch auswirkte auf die afghanische Bevölkerung, Zivilbevölkerung zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich gesagt, das halte ich aus moralischen und rechtlichen Gründen für unvertretbar. Ich stand daher auch gar nicht alleine, sondern nahezu zum selben Zeitpunkt haben zwei Bundestagsabgeordnete, auch ganz bekannt, herausragende Figuren aus dem linksradikalen Spektrum, nämlich Peter Gauweiler und Willy Wimmer von der CSU und der CDU. Ne? Die haben dort eine Organklage beim Bundesverfassungsgericht gegen diesen Entscheid oder gegen diese Maßnahme der Bundesregierung eingeleitet, wurden dann relativ schnell abgemeiert vom Verfassungsgericht, so als Einzelabgeordnete dürfen sie nicht klagen. Und dann hat die damalige PDS, die Linke, die haben dann die Klage nochmals eingereicht, nicht, gegen diesen Tornado-Einsatz. Ja, ich habe mich geweigert, ich sollte diesen Einsatz unterstützen. Ich sollte gar nicht selber nach Afghanistan gehen, sondern ich sollte Tankfahrzeuge und Personal nach Afghanistan verlegen lassen, also die Befehlsgebung dafür veranlassen und so fort. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und das war auch erfolgreich. Also ich wurde dann einer gewissensschonenden Handlungsalternative zugeführt. Ne? Ja, es gibt dann Jahre vorher gab es noch zwei weitere Fälle in der Bundeswehr, die auch gewisses Aufsehen erregt haben. Der eine Fall war damals war sie Hauptfeldwebel der Sanitätstruppe, die Christiane Ernst Zettel. Die hat sich in Kabul geweigert, Kombattantentätigkeiten auszuführen, weil sie Sanitäterin ist und als solche ist sie nicht Kombattantin, ne, sondern sie ist besonders geschützt, hat einen Sonderstatus, sie darf eben auch, so Sanitätspersonal darf eben nicht angegriffen werden, beispielsweise im Krieg und so. Und das gilt aber nur so lange, wie Sanitätspersonal sich eben auch entsprechend den Regeln des humanitären Völkerrechts verhält und selbst nicht zum Beispiel in den Kampf eingreift. Ne. Und da hat sie sich geweigert, dafür wurde sie dann disziplinar gemaßregelt, musste also 850 Euro Disziplinarbuße zahlen, nur weil sie nachgefragt hatte, ob denn das alles so rechtens sei, was ihr da befohlen worden ist. Und ganz besonders hervorstechend natürlich der Fall des Majors Florian Pfaff. Der hatte sich im Jahr 2003 geweigert, eben an der Unterstützung des Irakkrieges mitzuwirken und wurde da zunächst mal degradiert zum Hauptmann und wurde dann aber vor dem Bundesverwaltungsgericht rehabilitiert. Also das Bundesverwaltungsgericht hat dann festgestellt in Leipzig, es war ein aufsehenerregendes Urteil, 26. Juni 2005, hat festgestellt, Soldaten dürfen ein Gewissen haben, sie dürfen davon auch im Dienst Gebrauch machen, sie müssen es nicht beim Betreten der militärischen Liegenschaft an der Wache abgeben. Und der Florian Pfaff, der hat das gemacht und das Gericht hat gesagt, ja, die Ausführung der Befehle, die er da bekommen hat, die war für ihn eben aus Gewissensgründen unzumutbar. So, das heißt also, um das zusammenzufassen, wir haben eine Situation, wo immer wieder, leider sind es eben nur Einzelfälle, Bundeswehrsoldaten anfangen nachzudenken und auch über die Befehle, die sie bekommen, das ist ihre Pflicht, so steht das im Soldatengesetz in Paragraphen 11 drin, also Befehle sind nach besten Kräften unverzüglich, vollständig und eben gewissenhaft auszuführen und wenn ich einen Befehl gewissenhaft ausführen will, so wie mir das Gesetz es befiehlt, dann muss ich ihn natürlich auch gewissenhaft prüfen, das ist ja logisch. Ne? Nochmal Stichwort. Gewissenhaft nichts los. Ne? Ja. Ja, und diese Fälle, die gibt es eben Gott sei Dank in der Bundeswehr. Das bewirkt mittlerweile durchaus, dass die politische Leitung und auch die militärische Führung etwas genauer darauf achtet, dass die Befehle, die da gegeben wird und die Weisungen, die politischen Weisungen, dass das den gesetzlichen Ansprüchen genügt. Nur wir erleben es eben immer wieder, auch jetzt im Falle Klever, dass da durchaus noch Raum für Gewissensentscheidungen bleibt. Man nennt das, glaube ich, innere Führung. Jetzt gibt es da aber noch ein Problem. Wenn jetzt der Herr Klever schon in Afghanistan gewesen wäre, wäre da nicht Kriegsrecht zur Anwendung gekommen? Anders? Ja, es gibt sozusagen, also Gott sei Dank haben wir nicht den Zustand, dass wir sozusagen Kriegsrecht haben, sondern prinzipiell ist es so, die Bundesrepublik Deutschland befindet sich ja auch
als Bundesrepublik insgesamt, nicht im sogenannten Verteidigungsfall, also insgesamt im Kriegszustand, sondern sie führt sozusagen weit ab vom eigenen Territorium, ne? Da führt sie oder ist sie in einen militärischen, bewaffneten Einsatz eingebunden, den man natürlich, das hat ja, haben ja dann auch die Bundeswehr Gutenberg und Außenminister Westerwelle festgestellt, man spricht dort vom bewaffneten Konflikt nach völkerrechtlichen Maßstäben. Im Völkerrecht findet man den Begriff im Krieg nicht, sondern man spricht von bewaffneten Konflikten und internationalen, also zwischen den Staaten stattfindenden bewaffneten Konflikten. In Afghanistan ist die Frage, ob das ein internationaler bewaffneter Konflikt ist. Ich würde sagen eher nein, es ist ein bewaffneter Konflikt, also eher ein Guerillakrieg, ne? Also Bürgerkrieg bzw. Guerillakrieg, der dort stattfindet. Ja, ja. Und es ist so, dass dort die Rechtslage in der Tat schwierig ist. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich nicht sagen kann, das Recht, was hier im Frieden in der Bundesrepublik Deutschland, Grundgesetz und Strafgesetz und BGB und was auch immer, Wehrgesetz und so weiter, das würde in Afghanistan so nicht gelten. Diese Position lässt sich so nicht halten. Allerdings gibt es, da sind wir jetzt auch vom Darmstädter Signal erst kürzlich drauf gekommen, nachdem wir also mit einem sehr renommierten Wehrrechtsexperten aus dem Verteidigungsministerium gesprochen haben, es gibt da durchaus Probleme. Und zwar deswegen, weil in den Gesetzen drin, zum Beispiel im Soldatengesetz, müsste im Grunde genommen drinstehen, dass es auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes weiterhin fortgilt. Das müsste also ausdrücklich drinstehen, tut es aber nicht. Und ja, gibt es jetzt einige, die hergehen und sagen, Moment, das steht da nicht drin, also gilt es nicht im Ausland. Und das ist eigentlich noch eine Minderheitsposition, das ist noch nicht ausdiskutiert, das ist etwas in der Schwebe. Und wenn das mal hochkommt und wenn es irgendwie Gerichtsurteile, höchstrichterliche Urteile zum Beispiel geben würde, in denen das drinsteht, nicht, dass jetzt zum Beispiel gesagt wird, der Soldat kann gar nicht nach der Wehrdisziplinarordnung belangt werden für das, was er da in Afghanistan gemacht wird, weil die nämlich da gar nicht gilt. Und sie gilt deswegen nicht, weil es drin, sie würde eigentlich gelten, aber nur dann, wenn ihr reinschreibt, dass sie tatsächlich auch im Ausland gelten sollte. Ne? Also es gäbe keine rechtliche, formale Rechtsgrundlage, um so einen zu belangen. Dann hätte natürlich das Verteidigungsministerium und die Republik ein echtes Problem. Da müssen also auch ziemlich schnell die Gesetze sozusagen anpassen. So, und das ist aber, wie gesagt, eine sehr komplizierte Materie. Grundsätzlich denke ich, kann man sich, und das würde ich auch tun, sich zunächst mal auf den Punkt stellen und sagt, natürlich, es gilt dort erstmal das Recht fort, was auch in Deutschland gilt. Zusätzlich dazu gibt es ja Einsatzregeln, die vereinbart sind mit dem Staat in Afghanistan. Also das ist, nennt man dann Status of Forces Agreement, und es gibt auch von der NATO oder von der ISAF erlassen sogenannte Rules of Engagement, in denen eben auch festgelegt wird, Einsatzregeln, in denen festgelegt wird, wie zu verfahren ist. Also es ist nicht so, dass die Soldaten sich dort im rechtsfreien Raum bewegen. Und in der Tat führt das letztlich dann, da sind wir bei Ihrer Frage dazu, natürlich haben auch Soldaten am Hindukusch, die dort im Einsatz sind, das Recht auf Gewissensfreiheit und das Recht natürlich unter Rekurs auf die Gewissensfreiheit dann die Ausführung von Befehlen abzulehnen. Sie müssen sich dabei nur an gewisse Regeln halten. Also wenn man, ich sage nur mein Beispiel Luftwaffe, nicht? Also wenn man dann als Pilot in einem Kampfflugzeug mit laufenden Triebwerken auf der Runway steht und dann sagt, hold it, ich habe jetzt ein Gewissensproblem, dann ist es ein wenig spät. Das ist dann auch nicht mehr durch die Urteilslage abgedeckt, sondern da steht drin, man muss dieses Gewissensproblem schon rechtzeitig artikulieren, und zwar so rechtzeitig, dass der Vorgesetzte oder die in militärischer Verantwortung stehenden Führer, dass die noch eine Chance haben, tatsächlich herzugehen und sagen, okay, dann macht nicht der Pilot Müller den Einsatz, sondern der Pilot Meier. Ne? Ja, aber was passiert dann mit dem Pilot Meier? Dem muss eine gewissensschonende Handlungsalternative zur Verfügung gestellt werden. Das ist übrigens schon mal passiert, ne? Also im sogenannten Kosovo-Krieg, da gab es ja ungefähr ein Dutzend Bundeswehrpiloten aus den Tornado-Geschwadern, ECA-Tornado, die haben ja dort mitgeschossen, um die gegnerische Luftabwehr zu bekämpfen. Und da war völlig klar, dass es für diesen Krieg gegen Jugoslawien kein Mandat gab, kein völkerrechtliches. Und
da gab es, wie gesagt, ungefähr 12 Dutzend Piloten, die gesagt haben, machen wir nicht. Und das hat die Bundeswehrführung und die Luftwaffenführung stillschweigend akzeptiert. Und dann wurden die eben zurückbeordert oder gar nicht erst in den Einsatz befohlen. Und das haben dann eben andere gemacht. Gut, aber diese anderen, jetzt zum Beispiel wieder Beispiel Afghanistan und gut, jetzt nicht Irak, aber Afghanistan. Das könnte ja sein, dass dieser Konflikt in der Zukunft irgendwann mal aufgearbeitet wird, auch rechtlich. So wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die Nürnberger Prozesse eingeleitet wurden. Haben die dann vielleicht ganz schlechte Karten? Das ist eben eine schwierige Frage, denn es ist ja so, die, wenn jemand vor Gericht steht, nicht, dann muss ja erstmal der Tatbestand geklärt werden. Und dann muss die Rechtswidrigkeit geklärt werden und dann die Schuldfrage. So, über den Tatbestand wird man wahrscheinlich relativ schnell Einigung erzielen können. Bei der Rechtswidrigkeit wird es schon schwierig, weil da stellt sich die eine Seite, also die regierungsamtliche Seite, ja auf den Standpunkt, so, nö, ist alles völkerrechtskonform, was wir da machen. Also die sagen ja, heute operiert man ja nicht mehr wie damals mit der humanitären Intervention, heute heißt es ja R2P, Responsibility to Protect, ne? Und dann sagen die, ja, da gibt es ja eine Resolution der Generalversammlung und die haben da alle zugestimmt und natürlich dürfen wir intervenieren aus humanitären Gründen, nicht, und solche Dinge. So, da haben wir da schon mal das Problem. Also ich bestreite das, dass es völkerrechtskonform ist, aber es gibt eben genügend Rechtsgelehrte, die auch willfährig den Regierungen bestätigen, na, das ist schon alles rechtens, was ihr da tut. Jetzt, wenn das rechtens ist, dann haben sich ja die Piloten zum Beispiel eben nicht schuldig gemacht. Auch nicht in Afghanistan, ne? Dann kann man sie schon gar nicht bestrafen. So, jetzt könnte man aber auch weitergehen und sagen, gut, wir einigen uns darauf, das war noch alles rechtswidrig. Damit der dann schuld ist und schuldig gesprochen werden kann, muss ihm nachgewiesen werden, dass er überhaupt in einer Situation war, wo er die Schuldhaftigkeit seines Handelns hat erkennen können. Und da wird es dann schon auch schwierig, wenn die völkerrechtliche Situation so verworren ist, dass sich schon die Professoren drüber streiten, ist das rechtens oder nicht, dann kann man natürlich schlecht einem Piloten zumuten, dass er in so einer Situation hätte erkennen müssen, dass er was Rechtswidriges tut oder ob das rechtskonform ist. Ne? So, also man wird ihn da schlechterdings kaum schuldig sprechen können. Anders sieht das aus, zum Beispiel im Hinblick auf Kriegsverbrechen, wo es offensichtlich ist. Nicht? Also wenn natürlich irgendwo ein Panzergrenadier läuft da rum oder ein Infanterist in Afghanistan und jetzt sagt ihm sein Gruppenführer, pass mal auf, da steht gerade die afghanische Frau mit ihrem Kind an der Hausecke, die schießt sie jetzt mal nieder. Dass das ein Kriegsverbrechen ist und gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßt, das ist so offensichtlich. Da natürlich kann erstens mal der den Befehl gibt, wird belangt und der, den ausgeführt hat, wird natürlich auch belangt. Nicht, weil gesagt wird, pass mal auf, Schütze Meier, das hätten sie wissen müssen, das war ihnen auch zumutbar, dass sie das wussten, dass sie natürlich die Frau mit ihrem Kind da nicht umschießen durften. Ne? So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und das markiert, denke ich, die Problematik. Also so einfach, dass man sagt, okay, dann machen wir Nürnberg 2 und stellen die alle vor Gericht. So einfach wird das natürlich nicht. Ne? Ja. Und was man dazu weiterhin noch berücksichtigen muss, und das ist natürlich eine ganz perfide Geschichte, ist die Argumentation im Hinblick auf die Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges. Und da ist es so, dass die Rechtsprechung, und das findet man auch abgebildet im internationalen Recht und auch im Völkerstrafgesetzbuch, welches hier in Deutschland gilt, da ist es so, dass sich das bezieht auf die oberste Spitze der Verantwortungstragenden, also in der Politik und im Militär vor allen Dingen. Die will man belangen können. Und jetzt wird aber gesagt, von Seiten der Rechtsberater, zum Beispiel auch im Bundesverteidigungsministerium, wird gesagt, also Führung eines Angriffskrieges, also diese Strafgesetz, Paragraph 80 zum Beispiel, der kommt nur zum Tragen für militärische Berater in höchsten Funktionen, die tatsächlich Einfluss auf die Entscheidungen der Bundesregierung nehmen können. Also der Inspekteur, der Generalinspekteur der Bundeswehr, der Inspekteur der Luftwaffe und solche Figuren, nicht? Also die höchste Generalitätsebene, die ist tatsächlich verantwortlich, die trägt Verantwortung, weil sie eben auch direkt auf den politischen Entscheidungsprozess Einfluss nimmt und die kann eventuell da strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Weiter unten in der Hierarchie
tragen die Soldaten gar keine Verantwortung, weil sie ja gar keinen Einfluss ausüben auf diese Entscheidung. Und deswegen können sie auch gar nicht bestraft werden. Und weil sie nicht bestraft werden können, dürfen sie auch den Gehorsam gar nicht verweigern, sondern sie müssen da mitmachen. Also die irrwitzige Konsequenz ist, also nur dem General ist sozusagen der Angriffskrieg verboten, der Gefreite muss mitmachen. Krank. Und das ist natürlich der blanke, das ist sozusagen, das war aber eben auch in Nürnberg die Grundlage, nicht? Schon in Nürnberg war das so, man hat ja nur die Spitze der NS-Verbrecher da abgeurteilt, wenn überhaupt, nicht? Aber die unteren Chargen in der Hierarchie nicht. Und spannend ist jetzt, wenn man auf die Entwicklung des Rechtes guckt, dass jetzt in jüngster Zeit, letzte Woche gab es eben erst Berichte wieder, da geht man jetzt dazu über, dass man sagt, in Bezug zwar, und zwar auf diese alten Opas aus den KZs, nicht, diese SS-Angehörigen, dass man jetzt auf der Position steht und sagt, pass mal auf, auch das Wachpersonal beispielsweise ist verantwortlich, und zwar deswegen, weil es durch sein aktives Tun dazu beigetragen hat, dass dieses Vernichtungslagersystem überhaupt betrieben werden konnte. Und das war für die ja auch ersichtlich, was da passiert. Es war ja nicht so, dass der Wachmann im KZ nicht wusste, was da passierte. Und jetzt, da verschiebt sich jetzt was. Und ich halte das für ausgesprochen wichtig, dass man tatsächlich, also wenn man will, dass Soldaten gewissenhaft handeln, dann heißt das natürlich auch, dass man sie zur Rechenschaft ziehen muss, wenn sie es nicht tun. Und das heißt natürlich auch, man muss ihnen zugestehen, dass sie selber, auch wenn sie nicht direkt auf so eine Entscheidung Einfluss nehmen, dass sie aber sagen können, okay, ich bin aber aktiv mit dabei und das sehe ich durchaus und da muss ich mich weigern können, wenn ich der Meinung bin, dass das falsch ist. Ne? Aber da bewegen wir uns eben auch noch in einem Bereich, in einem Rechtsbereich, der sich jetzt erst beginnt zu entwickeln, auch unter dem Eindruck dessen, was eben passiert. Ne? Da bin ich ganz optimistisch und hoffnungsvoll, dass sich das hoffentlich weiterentwickelt. Denn wir haben das ja nicht nur in Deutschland, diese Entwicklung. Es gibt ja auch in vielen anderen Armeen, auch in westlichen Armeen, gibt es ja solche Fälle wie in Deutschland. Also in den USA beispielsweise, während des Irakkrieges, den First Lieutenant Aaron K. Watada. Watada hat sich geweigert, in den Irakkrieg zu ziehen, mit der Begründung, der Krieg sei unconstitutional, also verfassungswidrig, und der Präsident der USA hätte überhaupt nicht das Recht, ihn in diesen Krieg zu befehlen. Eine super Argumentation. Und der Witz ist, er ist damit durchgekommen. Ne? Also das Verfahren ist geplatzt gegen ihn. Die haben also einige Fehler gemacht. Das wäre jetzt zu umfangreich, das auch darzulegen. Also die waren zu blöd, ihn abzuurteilen. Aber wie gesagt, wichtig ist, er hat gewonnen. Es gab auch in den USA noch viele, viele andere Leute, die das ähnlich gemacht haben. Die sind auch nicht verknackt worden. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach abhauen, die desertieren, die einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen. All das gibt es und das markiert natürlich auch diesen Versuch, sich dem zu entziehen, dieser Logik des Angriffskrieges. Ne? Muss man also eben auch sehen. In Großbritannien gab es auch einen sehr wichtigen Fall von dem Flight Lieutenant Dr. Kendall Smith. Der ist leider verurteilt worden. Der musste also, der ist 8 Monate Haft und muss, glaube ich, 200 oder 20.000 Pfund, glaube ich, waren es, Gerichtskosten bezahlen. Da war es aber ganz problematisch, weil der er war ja Arzt, ne? Und insofern war der nicht Kombattant und hat sich aber trotzdem geweigert, da mitzumachen und so. Das ist also ein schwierig gelagerter Fall. Es gab allerdings auch einen SAS-Soldaten, also Special Forces, Special Air Service, nicht? Ben Griffin. Und Griffin hat sich auch geweigert, nachdem er einmal im Irakkrieg war, ein zweites Mal dahin zu gehen, mit der Begründung, da passieren Kriegsverbrechen. Und dieser Mann wurde einfach entlassen. Also dem hat man nichts gemacht. Da steckt dann natürlich auch dahinter, dass der wahrscheinlich zu viel wusste und der hätte auspacken können, ne? Hat er aber dann nicht. Hm. In Israel finde ich es ganz spannend, denn da gab es vor Jahren schon 27 Piloten bis hoch zum Brigadegeneral und Fliegerhelden, ne? Iftar Spector hieß der Bursche, die sich geweigert haben, an sogenannten extralegalen Tötungen in den besetzten Gebieten teilzunehmen. Also diese Ermordung von Verdächtigen, nicht? Und in der palästinensischen Führung da, in Widerstandsbewegung, ne? Hm. Die ja da habituell durchgeführt wird. Da haben die gesagt, machen wir nicht. Gab einen riesen Aufstand in der israelischen Bevölkerung, nicht? Eine riesen Debatte. Es gibt dort die sogenannten Refuseniks, im Heer vor allen Dingen, das sind also Verweigerer, vor allen Dingen auch unter den Wehrpflichtigen.
sind hunderte von Leuten, die sich geweigert haben, in den besetzten Gebieten Dienst zu tun, weil sie sagen, Besetzung ist illegal, verbrecherisch. Ne? Ich selber hatte mal das Vergnügen, einen ehemaligen Fallschirmjäger-Spieß, also Kompaniefeldwebel, kennenzulernen, israelischen, Gadi Sternbach hieß der, deutscher Herkunft oder deutscher Abstammung. Und der sagte, ja, ich habe natürlich im Yom Kippur-Krieg, als wir da angegriffen worden, da habe ich natürlich mitgeholfen, unser Land zu verteidigen. Aber als die mir 82 befohlen haben, in den Libanon einzumarschieren, also mich an einem Angriffskrieg zu beteiligen, da habe ich mich geweigert. Und dafür ging der ins Gefängnis. Also, summa summarum, es gibt durchaus positive Phänomene in vielen Streitkräften auf der Welt, die diesen Gedanken, nicht, dieses gewissenhaft handelnden Staatsbürgers in Uniform, der also nicht kadavermäßig jeden Befehl ausführt, die diesen Gedanken dann vortragen und auch mit Leben erfüllen. Gut, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, die ist ein bisschen fies. Gesetzt den Fall, wir würden einfach den Laden abschaffen. Wir würden die Bundeswehr einfach dicht machen, so wie die NATO. Würden uns dann unsere europäischen Nachbarn überfallen? Ich denke eher nicht. Wir sind wirtschaftlich viel zu stark verdrahtet. Aber wenn dem nicht so wäre, dann hieße das ja automatisch, dass die Bundeswehr nur noch existiert, um zu erobern. Naja, also Punkt 1, auch wir vom Darmstädter Signal sind natürlich auch vertreten in Positionen, wo wir sagen, eine Welt ohne Militär wäre eine bessere Welt, als sie ist mit Militär. Also längerfristig haben wir schon das Ideal sozusagen einer Welt, die das Zusammenleben der Völker auf friedlichem Wege regelt. Nur leider ist die Welt halt so, wie sie momentan strukturiert ist, ist nicht so. Nicht? Also man müsste eben die Frage stellen, wo siedelt man denn ein globales Gewaltmonopol an, so wie das bei uns im Staat eben bei der Exekutive angesiedelt ist. Nicht? Also wir befinden uns in einer Situation, wo wir als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sozusagen auf unser Gewaltausübungsrecht verzichten, weil wir sagen, also uns für unsere Sicherheit garantiert der Staat mit Polizei, Justiz und so weiter. Das ist im internationalen Bereich eben so nicht. Es ist nur ganz rudimentär, es entwickelt sich nicht. Wir haben einen internationalen Gerichtshof, wir haben einen internationalen Strafgerichtshof, wir haben eine UNO, eine Vollversammlung und einen Sicherheitsrat und all diese Dinge, aber das funktioniert ja alles nicht so, wie es eigentlich funktionieren müsste. Und da muss sich sozusagen das internationale System müsste sich also noch viel, viel weiter entwickeln hin zu einer tatsächlich planetarischen Innenpolitik, nicht, mit Gewaltmonopol und all diesen Dingen. Solange es das nicht gibt, muss man natürlich in der Lage sein, sich selber noch wehren zu können. Nicht? Also wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Nicht? Und ich schaffe ja sozusagen meine Feuerversicherung oder auch die Feuerwehr nicht deswegen ab, weil es 10 Jahre lang nicht gebrannt hat, sondern ich treffe da sozusagen eine Vorsorge. Also ich denke, dass es grundsätzlich natürlich legitim ist, auch für einen Staat, für ein Gemeinwesen, da Vorsorge zu treffen für den Fall, dass von außen eine Bedrohung auftaucht. Wie das im Einzelnen dann zu erfolgen hat, das muss man dann immer sehen. Weil das richtet sich tatsächlich nach der konkreten sicherheitspolitischen Lage. Und dann, wenn man sagt, okay, wir sind von Freunden umzingelt, dann braucht man in der Tat nicht 500.000 Mann, um sich zu verteidigen, sondern dann reicht es ja vielleicht, tun es 100.000 auch. Und die Fähigkeit, dass man dann unter Umständen, je nachdem, wie sich die Bedrohung entwickelt, dass man das dann auch wieder hochfährt, den Laden. Und das können wir ja auch. Und das kann die Bundesrepublik Deutschland auch. Und natürlich müssen wir nicht damit rechnen, dass unsere europäischen Nachbarn über uns herfallen. Allerdings, wir leben ja jetzt auch in einer Europäischen Union. Und da ist es nun so, dass wir natürlich in der Mitte leben. Wir sind von Freunden umzingelt, aber die Freunde, die um uns rum sind, die sind dann an der Außenkante. Ne? Und da können wir uns natürlich schlecht hinstellen und sagen, ja, Freunde, ihr habt da halt Pech gehabt, dann guck mal, nicht, ihr Franzosen meinetwegen oder Italiener oder was auch immer, ihr müsst da mal gucken, wie ihr da zurechtkommt, das ist nicht unser Ding. Ne? Wir machen das ja zum Teil mit diesem Schengen-Abkommen und wo es um Asylbewerber und so gehen. Nicht? Da sagt ja die Bundesrepublik Deutschland auch so ganz cool, ne? Ja, dann sollen die mal beantragen, die dadurch zuerst europäischen Boden betreten, nicht? Weil hier in Deutschland, da ist es fast nicht möglich, außer auf dem Frankfurter Flughafen. Nicht? So, und das ist natürlich keine solidarische Tour, sondern natürlich wäre auch Deutschland, also oder ist ein Deutschland, eine Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, beizutragen zur gemeinsamen europäischen Sicherheit. Deswegen plädiere ich ja auch für eine europäische Verteidigungsunion und auch für eine europäische Armee. Ne?
wo wir meinetwegen unterschiedliche Kontingente haben aus ganz Europa, nicht auch mal auf dem einen Ärmel haben wir unsere Nationalfahne und auf der anderen die europäische. Das wäre sozusagen ein Modell der Zukunft aus meiner Sicht. Und das würde auch dazu führen, dass wir die Militärausgaben und das militärische Dispositiv insgesamt könnten wir natürlich auf ganz stark reduzieren, nicht? Und damit natürlich auch Kosten sparen und die ohnehin belasteten Haushalte für Zwecke verwenden, wo es besser angebracht ist, als im militärischen Bereich das Geld zu verjuxen. Ne? Ja. Also es gäbe sicher noch vieles, was in dieses Interview passen würde. Zum Beispiel bewaffnete Bundeswehr im Inneren zur Aufstandsbekämpfung müssten wir vielleicht nochmal ein Interview machen. Wir kommen jetzt allerdings hier zum Ende und da würde ich Ihnen gerne noch ein Schlusswort erteilen. Ja, also im Grunde genommen haben wir das meiste schon gesagt. Gerade der letzte Punkt ist hochspannend. Grundsätzlich ist es auch schon im Grundgesetz so angelegt, dass seit die Bundeswehr existiert, sie zur Amtshilfe herangezogen werden kann, eben auch zur Aufstandsbekämpfung, falls Polizeimittel nicht reichen. Es hat sich da auch durch das Urteil im letzten Jahr des Bundesverfassungsgerichts im Grunde genommen fast nichts geändert. Eine Marginalie hat sich geändert, nämlich dass für diese Fälle eben auch spezifische militärische Waffensysteme herangezogen werden können, wenn anderes von Seiten der Polizei und so weiter nicht mehr ausreicht. Auch das halte ich für nachvollziehbar. Zum Beispiel, wenn man gerade an so eine Drohne denkt, dass irgendwo von, ob es ein Staat ist oder eben auch eine Terrorgruppe, dass sie sich eine Drohne verschafft, nicht? Und will die dann irgendwo über dem AKW zum Absturz bringen. Eine Polizei hat einfach nicht die Mittel, so eine Drohne aus dem Himmel zu schießen. Die Bundeswehr hat das. Und halte ich es da sicher widersinnig zu sagen, ja, die Bundeswehr hat das zwar, aber sie darf es nicht, weil militärische Waffen dürfen eben im Inneren nicht zum Einsatz gebracht werden. Das halte ich für ziemlich groben Unfug. Und das haben die Karlsruher Verfassungsrichter eben dargestellt, nicht? Und auch insofern sollte man dann in der Bewertung dessen, was sich da abspielt, bei aller Vorsicht, nicht, und auch den Blick auf mögliche Gefahren natürlich die Kirche im Dorf lassen. Herr Rose, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, gerne. Ja, ein Dank auch an unsere Hörer. Ihnen und dem Darmstädter Signal auch weiterhin gutes Gelingen. Ja. Und ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr gut, auf Wiederhören.